Hallo, in diesem Beispiel möchte ich die Überarbeitung der Fassadenfolie zeigen, das heißt hier diese Folie. So, dazu gehe ich hier in den Schnitt, kann hier zum Beispiel sagen, nur aktive Ansicht über den neuen ICN einschalten. So, jetzt ist so, der große Unterschied ist, vorher war die Funktion ja nur für die Schnittansicht zulässig und jetzt kann ich sie auch im normalen 3D einbauen, das ist der große Unterschied mal. Und ich starte sie hier einfach, also der Start ist natürlich gleich, das heißt, ich gebe den Verlauf der Folie an. Man sieht auch hier, dass im Service Pack 1 hier die Punktoptionen etwas abgeändert sind. Das heißt, hier habe ich dann zum Beispiel auch online die Funktion. So, ich zeichne einfach meinen Verlauf der Folie. Mit mittlerer Maustaste wird die Folie bestätigt. Und jetzt sieht man schon auch den größten Unterschied. Ich kann hier gleich mal definieren die Aufbaurichtung. Das heißt, ich klicke hier hin und sehe hier auch meinen Aufbau. Mit der rechten Maustaste könnte ich zum Beispiel auch sagen, einzeln wählen und möchte die zum Beispiel diese Seite auf die linke oder rechte Seite aufdicken. Oder wieder mit der rechten Seite, dass ich zum Beispiel hier alle auf links oder rechts stelle. Je nachdem, wie ich die Seite angebe, wird auch hier automatisch die Länge der Folie definiert. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel eine Folie unter 250 hätte, das heißt, wir haben ja natürlich auch immer diesen Halbzeugansatz. Ich sage hier einfach eine Folie mit 240, dann sehe ich sofort die Meldung, die Folienbreite ist zu groß. Das heißt, auch die Vorschau ist hier weg. Das heißt, wir gehen natürlich immer über diesen Halbzeugansatz. Dass ich hier zumindest dies mit der richtigen Folie nicht, dass ich eine Folie zu klein einbaue. Grundsätzlich, was ist noch wichtig? Ich kann natürlich sagen, ich möchte hier entweder mit Halbzeug oder ohne Halbzeug. Wenn ich mit Halbzeug erzeugt habe, dann ist natürlich dampfdicht oder dampfoffen schon vordefiniert oder Eigenfertigen oder Bauset schon vordefiniert. Und die Folienbreite natürlich auch. So, ich könnte hier noch Bemerkungen, ob sie stücklistenrelevant ist oder nicht, könnte ich definieren. Irgendwelche Bemerkungen angeben und mit OK ist die Folie natürlich eingebaut. Was natürlich bei der alten Folie zum Beispiel nicht ging, ist so, dass sie übers Feature editierbar war. Das heißt, ich kann hier diese Folie jetzt aber auch mit dem Feature wieder editieren, wie gewohnt in HiCard. Und die Werte auch abändern. Grundsätzlich zu den Halbzeugen. Wir haben die häufigsten natürlich hinterlegt und die können auch wie gewohnt in HiCard im Katalog erweitert werden.